Kommt noch was? Ich glaube, es kommt noch was. Vor allem, weißt du, hör auf, deine Smileys da zu machen. Das ist Betrug. Ist es nicht. Eine Freiheit für Kaya. Es ist wohl. Damit versuchst du mich zu... Die Katastrophe besetzte die 14. Legion überraschend schnell einige strategisch wichtige Punkte in Eorzea. Es war seltsam, wie zielsicher die Galear dabei vorgingen. Nun wissen wir, dass sie über alle Informationen verfügten, die ihnen entscheidende Vorteile brachten. Bei dem Gedanken daran, dass sie ihnen ausgerechnet von Erlin zugespielt wurden, kommt mir die Galle hoch. Wir fürchten, dass sie nicht nur Kontakt zur 14. Legion hatte, sondern auch zu einer hochgestellten Persönlichkeit direkt in Garlemald. Diese Persönlichkeit kann jedoch nicht der alte Kaiser gewesen sein. Solus aus Galvus billigte mit dem Projekt Meteor, Eorzea zu vernichten, anstatt es zu erobern. Ein verzweifelter Versuch, die wachsende Macht der Primae einzudämmen. Einige seiner Untergebenen waren zwar gegen den Plan, doch niemand wagte es, dem Kaiser zu widersprechen. Allerdings trafen sie im Verborgenen einige machtpolitische Vorkehrungen, bei denen Erlin eine Rolle spielte. Tatsächlich stürzte Dalamud auf Eorzea herab und brachte katastrophale Umwälzungen mit sich, doch nicht den erhofften Sieg über die Primae. An seinen Zielen gemessen war das Projekt Meteor fehlgeschlagen und die Galear standen den Primae machtlos gegenüber, bis Gaius in den Besitz der Ultima-Waffe gelangte. Schon vorher war die 14. Legion vermutlich stark genug, Eorzea zu überrennen. Trotzdem hatte der galeische Wolf gezögert. Warum bloß? Weil er davon ausgehen musste, dass die in die Ecke gedrängten wilden Stämme immer öfter ihre Schutzgötter anrufen und dafür riesige Mengen Äther verbrauchen würden. Seines Äthers beraubt, wäre das Land verdorrt und für die Galear nutzlos geworden. Mit Ultima hatte er endlich eine geeignete Lösung für dieses Problem. Ein mächtiger Mann hielt von Belsas Invasion für übereilt. Doch obwohl er in der Befehlskette höher stand, hatte er keinen entscheidenden Einfluss mehr auf die 14. Legion, die sich bereits weitgehend verselbstständigt hatte. Das war für ihn der Zeitpunkt, seine in Eorzea eingeschleuste Agentin auf den größten wahnsinnig gewordenen Legatus und die ihm blind ergebenen Soldaten anzusetzen. Ein Mann, der über Legatus Gaius van Belsa stand und gegen die Entscheidung des Kaisers war, Eorzea zu vernichten. Es kann niemand anderes als der ehemalige Oberbefehlshaber der galeischen Armee gewesen sein. Also der Mann, der nun auf dem Kaiserthron sitzt. Varys Sos Galvus. Er war der wahre Meister von Erlin Roay. Ja, doch vermutlich war sie nicht nur ihm ergeben. Wir wissen, dass sie galeische Geheimnisse mindestens an eine Gruppierung in Eorzea verkauft hat. Auf diese Weise trug sie dazu bei, das Kräfteverhältnis zu erhalten und den Krieg in die Länge zu ziehen. Wenn man sich überlegt, wer davon profitieren könnte, fällt es nicht schwer, ihren zweiten Auftraggeber zu erraten. Sie war eine Doppelagentin bei den Sieben Höllen. Zumindest war sie sehr umtriebig, unsere gute Elin. Wenn wir ihre Spionage für Gaius van Belsa und den neuen Kaiser getrennt betrachten, hatte sie sogar drei Auftraggeber. Eine Sache ist noch unklar. Warum bloß hat sie Informationen an die Heretiker von Ishgard verraten? Sie zu unterstützen widerspricht den Zielen ihrer galeischen Auftraggeber. Welchen Nutzen hatte sie davon? Darin ist noch jemand verwickelt und wir müssen herausfinden, wer. Schlimm genug, dass ich eine enge Vertraute verloren habe. Nun muss ich sie auch nach einem Verhör unterziehen. Leider muss es sein. Wenn wir das von ihr gewebte Netz nicht vollständig entwirren, werden wir uns weiter darin verfangen. Das ist mir klar. Die engsten Vertrauten von Erlin Roay befinden sich bereits im Gewahrsam.
Ich werde sie alle zusammen verhören. General, bitte bedenkt, dass ihr womöglich nicht alle Verdächtigen willentlich geholfen haben. Keine Sorge. Hier wird niemand unfair behandelt. Wer unschuldig ist, hat nichts zu befürchten. Das ist beruhigend. Auch wenn es um das Wohl Eorzeas geht, kann Misstrauen gegenüber Kameraden die Seele zerfressen. Mit eurer Erlaubnis ziehen wir uns nun zurück. All die Jahre ließen sie mich nach ihrer Pfeife tanzen. Elin Roys Verrat hat mich bis ins Mark getroffen. Doch der Schmerz ist nichts im Vergleich zu meiner Wut über ihre mächtigen Hintermänner, die sie schamlos ausnutzten und sich auf Kosten des Volkes ihre eigenen Wänste vollstopfen. Ich weiß, dass ihr mich hören könnt, Republikaner. Eure abscheulichen Taten werden nicht ungesühnt bleiben. Die 12 mögen meine Zeugen sein. Eines Tages werde ich Uldar von euch befreien. Gut, der hat seine 5 Minuten. Auch nett. Oh, es geht noch weiter? Oh, komm. Oh. Heute brauche ich deine Hilfe nicht mehr. Du kannst dich zurückziehen. Sehr wohl, Eure Hoheit. Pass auf, Essen vergiftet. Ich fürchte, bald werden nicht einmal mehr meine Privatgemächer sicher sein. Ist die Lage so ernst? So. Mit seinem Plan zur Besiedlung des Grenzlandes hat Teleji Adeleji einen Großteil der Flüchtlinge auf seine Seite gezogen und damit insbesondere Lolorito vor den Kopf gestoßen. Ihre Profitgier hielt sie stets zusammen. Doch mit seinem aggressiven Vorgehen hat Teleji einen Keil zwischen sich und die anderen Republikaner getrieben. Nun gehen sie sich gegenseitig an die Gurgel wie tollwütige Hunde. Dabei schert es sie nicht, was sie mit ihren internen Machtkämpfen in Uldar anrichten. Wenn das so ist, liegt es nicht in eurer Macht, den Skorpio-Kreis aufzulösen, um weiteres Unheil von eurem Land abzuwenden? Ich wünschte, die Lösung wäre so einfach, Admiral. Jeder Versuch, ihre Interessenvertretung aufzulösen, würde die einflussreichen Händler auf die Barrikaden treiben und damit die Grundfesten Uldars erschüttern. Das würde die Unruhen nur noch weiter anheizen und den erhofften Frieden in weite Ferne rücken lassen. Ganz gleich, ob reich oder arm, Einheimische oder Flüchtlinge, alle Einwohner Uldars haben das Recht, nach Glück zu streben. Und als ihre Herrscherin ist es meine Pflicht, dieses Recht zu verteidigen. Um das zu tun, muss ich behutsam vorgehen. Es wäre fatal, mir noch mehr Feinde zu machen. Lolorito wird mir das vermutlich als Schwäche auslegen. Er hält mich ohnehin für eine Traumtänzerin. Alle Herrscher müssen zwangsläufig das große Ganze im Blick behalten und können sich nicht um die Belange eines jeden Einzelnen kümmern. So wird der Eigennutz der Republikaner scheint jedoch keine Grenzen zu kennen. Sie sind allein auf ihre Vorteile bedacht und lassen das gemeine Volk dafür bluten. Unter diesen Umständen ist es unmöglich, Uldar Frieden zu bringen. Selbst für euch, Sultana Nanamu. Dass eine Spionin lange Zeit Geheimnisse der Legion der Unsterblichen verraten hat, macht die Situation nicht einfacher. Auch wenn man in Betracht zieht, dass Uldar häufig auf Söldner zurückgreift, ist eine Sache. A few moments later. Ich fürchte, der Vorfall wird den Republikanern weiter in die Hände spielen. Die Galear richten bereits wieder ihre gierigen Blicke auf Eorzea. Wenn wir darauf hoffen wollen, ihrem Ansturm zu widerstehen, müssen wir uns ihnen vereint entgegenstellen. Das kann uns nur gelingen, wenn alle Stadtstaaten stark im Inneren sind.
Gibt es keinen Weg, die festgefahrene Situation in Uldar zu klären? Bei all seinen Reichtümern liegt der wahre Wohlstand Uldars in der Gesundheit, dem Glück und den Hoffnungen seiner Bürger. Leider können sie sich nicht frei entfalten, solange ihr Schicksal in den Händen einiger weniger liegt. Die Republikaner geben vor, die Interessen des Volkes zu vertreten. Doch in Wahrheit sehen sie das Volk nur als Mittel zum Zweck und manipulieren es nach Belieben. Die einzigen, die uneingeschränkt die Interessen des Volkes vertreten können, sind die Bürger selbst. Nicht nur die Republikaner sind es, die zum Wohle Uldars abgeschafft werden müssen. Sultana Nanamo! Ihr wollt doch nicht etwa... Ich habe euch hierher gebeten, um euch eine wichtige Entscheidung mitzuteilen. Denn sobald ich sie meinem Volke verkünde, wird sie unweigerlich hohe Wellen schlagen. Als die letzte Sultana derer von Uhl richte ich noch einmal eine Bitte an euch. Unterstützt Rauban dabei, Ruhe und Ordnung zu bewahren und das Volk von Uldar zu schützen. Eure Hoheit, seid ihr euch sicher? Ja, es gibt keinen anderen Weg. Die Zeit ist gekommen, aus der Herrschaft des Adels eine Herrschaft des Volkes zu machen. Dadurch wird die Auseinandersetzung zwischen Monarchisten und Republikanern an Bedeutung verlieren. Uldar soll nicht länger vom Adel oder reichen Oligarchen regiert werden, sondern vom Volk für das Volk. Rauban, mein treuer Beschützer. Verzeih, dass ich alles aufgebe, wofür du gekämpft hast. Doch dies ist die einzige Möglichkeit, die mir bleibt, um meinem Volke zu dienen. So, du darfst wieder. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ne? Ich weiß, warum das Spiel nicht vollkommen synchronisiert ist. Die haben alles da verbraten. Ja, ne? Boah, hab ich Redebedarf, du. Ja, Luna? Ja, Luna, hallo, willkommen zurück. Oh, ey. Ja, man war auch nicht aufgehört zu reden, ne? Du bist 300 von den Steinen, 360. Oh, Alter, Luna. So Steine, um was für Steine geht das eigentlich? Diese Steine fürs, Event. Doch, das waren die Eventsteine, ne? Ruft man nicht mir doch auch welche geholt hatte. Wenn du Kastrum läufst. Das ist doch deine. Unter anderem. Okay. Ja, ich will hier einfach nur. Bei wie vielen Strichen waren wir? 5. Okay, dann musst du meine ich noch einen hinzuziehen. Das sind jetzt nur noch 4 Quests. Na, dass du den letzten hier aktualisiert. Na gut. Ja, der ist bei den Sequenzen untergegangen. Das weiß ich die. Nee. Doch, das war zwischen der Waffe und dem jetzt hier. Ja, durfte steinreich, so sagen. Ah, oh, 4 Quests noch, schaffe ich. Alter. Ach, ja, du ja.
Du auch. Länger als 0 Uhr mache ich nicht. Ja. Bitte, keine Sequenzen mehr mit Sprache, bitte. Kann ich? Gott, bitte. Da kann ich leider nichts für. Lieber Gott, wenn dir irgendwas an deinen Kindern liegt, lass es. Ich werde jetzt die Dinger größtenteils überspringen. Sofern es keine Sprachsequenzen sind, erstmal. Aber du darfst gleich den nächsten Strich machen, dann sind es nur noch 3 Quests. Nur noch 3. Also eigentlich kannst du ihn jetzt schon machen, ich gebe ihn ja jetzt ab, den Auftrag. Okay. Oh Gott, den mache ich gerne. 3 Striche. Also drei Striche brauchen wir noch. Ja, ich schicke dir nachher mal ein Bild von meinem Kunstwerk. Weil dann habe ich, 15 war das andere, dann habe ich 25 Story-Quests heute gemacht. 25, das muss man sich mal vorstellen. Ja, hallo, ich bin ja auch schon fast seit Anfang dabei. Seit wir FF14 gestartet haben, auf jeden Fall. Nee, davor auch. Bei ESO war ich auch dabei. Da warst du aber nicht, also nicht im Voice. Nein, nicht im Voice. Da war ich ja zwischendurch auch einmal einkaufen. Einkaufen? Nein, einkaufen meine ich natürlich. Ja, einkaufen. Nein, ach Gott, das hat doch jetzt keiner gehört. Ja, einkaufen. Aber hey, Schatz, sie war wieder da im Netto. Sie ist aus dem Urlaub zurück. Echt? Ja. Schatz, sie war da. Oh, du hast deine Freundin wieder getroffen. Das ist ja, ja schön. Weiß. Halt erst mein Getränk. Oh. Ach ja, 3 Quests nur noch. Ich weiß ja nicht, wer so viele Punkte gesetzt hat, aber ich denke mal, derjenige wird gewinnen. Ich habe das Gefühl, dass es frisch ist, weil er so viele Punkte gesetzt hat. Wenn es die 400 waren, das war ich. Die 400? Echt? Mhm. Oh, da warst du aber fleißig. Ja, warum? Weil das einiges an Gedrücke ist. Ich war zu spät. Kannst du doch eingeben, ist doch kein Problem. Echt? Ja, echt. Also ich drücke da immer wie ein Verrückter drauf. Ne, wenn du auf individuell eingibst, kannst du da neben der Abstimmung ist doch so ein kleines Kästchen, da kannst du die Zahl selber eingeben. Oh, echt? Ja, wusste ich natürlich. Ja, echt. Nee, okay, danke. Dann weiß ich das für die nächste Abstimmung mal. Ja, ich weiß, dass du das wusstest. Du wolltest mich nur auf die Probe stellen. Nee, ich wusste es tatsächlich nicht. Ich wusste es tatsächlich nur, weil ich mal bei einer anderen Streamerin das mitgemacht habe, die so eine Umfrage gestartet hat. Ah. Ja, ich hab schon öfters daran teilgenommen, aber ich habe immer wie eine Verrückte draufgeklickt. Nee, muss man tatsächlich nicht. Okay. Ey, dass ich dir da mal was sagen kann, ne? Ja, das... Boah, ich werd so gut schlafen später. Das wundert mich gerade auch selber, ey. Ja, ne? Mir wird fast schlecht vor Freude. Dann war zu spät. Also ich hatte die Umfrage, also die Abstimmung auf jeden Fall 10 Minuten, glaube ich, laufen, ne? 10 Minuten waren es mal nicht. Ja. Wow. Ach da ist mal. Ich habe den Kleinen nicht gesehen. Der war so winzig. Raus das Feuer. Kommst du schon lange nicht mit? Alles gut. Bugfire habe ich tatsächlich den dritten gespielt. Den habe ich auch komplett durchgesuchtet. Primal. Aber nur kurz. Nee, ich 3. Und ich fand es einfach so geil, die Leute mit der Leuchtpistole abzuschießen, die gefackelt haben. Herrlich. Das war meine liebste Waffe letztendlich. Eigentlich nur so eine Signalpistole, aber wenn du die angeschossen hast, boah, haben die gebrannt. Okay. Okay, das sollte mir eigentlich nicht gefallen. Aber. Nee, eigentlich nicht, aber. Ja, okay. Bitte nicht reden. Bitte nicht. Reden. Oh Gott sei Dank. Bitte keine Inni. Du darfst auf jeden Fall mal den nächsten Strich machen. Es sind nur noch 2 Quests. Okay, wenn noch einmal gelabert wird, dann musst du das Cloud Strife Outfit anziehen. Vergiss es.
Noch, nein, ich habe dir nicht gesagt, dass du es jetzt machen musst. Das ist ein Outfit. Aber warum? Außerdem sieht das cool aus. An einem Kerl ja. An einem Weib nicht. Komm, du kannst das tragen. Nein, kann ich nicht. So ist er nur Hallo, du standst gestern in Unterwäsche rum, dann kannst du das auch anziehen. Ja, aber in Unterwäsche eine Frau ist gut. Durchaus attraktiv, ja. In einem fetten Mantel von Klaus ist es ja weniger. Der hat gar keinen Mantel. Ja, du weißt, was ich meine. Kutte-Dingens. Nee, und die Beine, dieses Ding da drum. Ja, du weißt doch, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Siehst du, also. Bitte, bitte. Dass du immer alles besser wissen musst, sagte er und drückte sich die Brille ins Rückenmark. Na, warum tust du das auch? Ja, weil meine Brille nicht passt. Brauchst du eine neue? Wahrscheinlich mal. Ja, eventuell. Ey, habe ich eigentlich meine Brille bei euch vergessen? Was? Habe ich? Nee, ne? Was für eine Brille? Ja, eben drum. Ich brauche keine. Ja, siehste? Du hast auf jeden Fall eine Zahnbürste hier liegen. Ja, das habe ich ja gesagt, die lasse ich da fürs nächste Mal. War zwar nur leicht creepy, aber ja, natürlich. Wer weiß, vielleicht stark sich ja jetzt gerade ums Haus. Das wäre aber seltsam, wenn du dann in Discord wärst. Ich habe ein Bluetooth-Headset, das reicht von dir fürs Bräuch. Naja. Nein, ich sitze tatsächlich vor euch. Mein Thema verdammt heißt wenig drunter. Das hat Spaß. Oh Mann, Daddel. So, das jetzt hier mal abzukürzen, ey. Hält ja keiner im Traum aus. Ich würde ja gerne mal wieder meine Rüstung sehen. Welche Rüstung? Ja, genau. Welche Rüstung? Nein, das war jetzt ernsthaft. Welche Rüstung? Ja, die Rüstung, die ich eigentlich hier drunter trage. Die da. Schaut doch nicht so. Die da. Ich würde sie ja gerne wieder tragen, aber ich... Meinst du die da? Ja. Freitags ist sie nie da. Ja, dann trag sie doch einfach. Ja, geht aber nicht. Das geht nur, wenn ich die Scheiße hier wegmache. Und ich weiß nicht, wie. Das ist das Problem daran. Ich weiß nicht, wie ich sie wegmache. Okay. Die Frage konnte mir nicht beantwortet werden. Ich habe sie vorhin, ich glaube, zweimal gestellt gehabt. Ich weiß nicht, wie. Yuki weiß das. Ja. Oder, gut. Ja, mal gucken, was rauskommt. Oder frag. Oh Gott, peinlich. Hybrid oder. Ja, wenn sie im. Im Schatz sind. Oder deren. Ich glaube, die wissen das. Wenn sie im Schatz sind, ja. Jetzt gerade. Du kannst übrigens den nächsten Schritt, Strich machen. Da sind wir schon bei 9. ja. Ach, jetzt kann ich's. Es geht darum, wie ich meine Rüstung wiedersehen kann. Also meine normale Rüstung. Ohne dieses Kostümkrams. Wie ich das genau mache und was ich dafür brauche. Das ist bei Fiesta einfacher. Deutlich. Weil ich werde bestimmt irgendwann meine neue Rüstung kriegen, beziehungsweise mir auch mal welche kaufen. Und ich wüsste gerne nicht nur eine Anprobe, wie es aussieht, sondern an meinem Charakter, wie es aussieht. Ich weiß nicht, wie ich das rückgängig mache. Oder ob es eine Möglichkeit gibt, wie ich beides haben kann. Diese komischen Palettdinger. Okay, und wo kriege ich die her? Oh, scheiße. Sequenz, oder? Okay, und wo genau? Willkommen okay, zurück. Es wird geredet. Wie du siehst, wirst du schon erwartet. Ihr kennt euch bereits, nicht wahr?
Bitte verzeiht meinen plötzlichen Besuch. Ihr müsst alle Hände voll zu tun haben. Wie ich hörte, ist Kommandant Leveilleur schon wieder nach Uldar zurückgekehrt. Deshalb freue ich mich umso mehr, dich hier anzutreffen. Der Großmeister war so beeindruckt von deiner Leistung im Kampf gegen Shiva, dass er dich gerne mit einem dringenden Anliegen beauftragen möchte. Ich hätte dich ja gern selbst geholt, aber euer Aurazit brauchte meine volle Aufmerksamkeit. Worum geht es denn, wenn ich fragen darf? Und eine kurze Zwischenfrage. Muss ich diese Kristalle für jedes dieser Sets einsetzen? Ja, nein, vielleicht. Eine Warnung, die päpstliche Kurie aus dem Observatorium erreichte. Sie betrifft den Drachenstern. Letzte Nacht erstrahlte er so hell wie seit 15 Sommern nicht mehr. Okay, danke. Nicht seit Midgards Schaumer über dem Silbertränensee mit den galeischen Streitkräften zusammenprallte. Erklingt des Königs Brüllen, flammt auf des Nordens Stern. Sein Schein auf roter Rüstung, zu Asch wird nah und fern. Du kennst diese körtische Weise? Sie entstammt einer Legende, die man sich im Westen unseres Landes erzählt. Sie birgt den Kern unseres Problems. Das Leuchten des Drachensterns folgt auf den Ruf eines der hohen Drachen. Und die päpstliche Kurie fürchtet, dass dieser Ruf von niemand anderem als Midgard Sommer selbst stammen könnte. Midgard Sommer, der erste aller Drachen, der Herrscher über die Herren des Himmels. Im Kampf gegen Gaius' Flotte stürzte er gemeinsam mit der Agrius in den Silbertränensee, wo nur sein Leichnam noch von seiner einstigen Allgewalt zeugt. Richtig. Seitdem hat er kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben. Tataru, haben die Domaner etwas Ungewöhnliches gemeldet? Ein Brüllen so mächtig, dass es Sterne zum Leuchten bringt? Bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liegen sollte, aber hätten wir das hier nicht gehört? Nein, das Brüllen der hohen Drachen ist mit bloßem Ohr nicht zu vernehmen. Die Drachen kommunizieren auf andere Art. Uns bleibt nur, den Himmel aufmerksam nach Zeichen abzusuchen, auch wenn uns das keine Gewissheit gibt. Derzeit kann niemand sicher sagen, ob einer der Hohen seine Stimme erhoben hat, geschweige denn, ob es Midgard Sommer war. Deshalb muss der Hüter des Sees in Augenschein genommen werden. Allerdings können wir unsere Ritter nicht ohne weiteres über die Grenzen Ishgards schicken. Bis die Anträge genehmigt wären, wäre Eorzea wahrscheinlich längst von den Drachen verwüstet. Das ist die Untersuchung, mit der Großmeister Emmerich dich beauftragen möchte. Bist du gewillt, uns zu helfen? Ich habe doch eh keine Wahl. Wir stehen tief in deiner Schuld. Ich werde Emmerich kontaktieren und ihn bitten, alle Vorbereitungen für den Ernstfall zu treffen. Den Ernstfall? Der Ruf eines der Hohen ist für die Drachen das Zeichen zum Aufbruch. Ist der... Du darfst wieder reden. So langsam. Ja. Dass ich das Spiel mal wieder deinstalliere. Was? Vergiss es. Nickstar. Nickstar. Fräulein, pass mal auf. Ich muss hier überwiegend die Fresse halten. Aber sagt mir jetzt, dass jetzt in dieser letzten Quest. Also. Warte. Okay. Ja. Bin ich. Ich hab diese Quest-File aber noch nicht, ne? Nur mal so zur Info. Leider. Oh. Ein Rüstungsklick auf Rüstungsteil. Ja.
Warte mal. Oh. Pulsieren. Guckt uns um. Was? Wenn man oben rechts unter Name aufheben. Rechts? Ja. Ja. Da steht nichts mit aufheben. Doch. Schnucki. Das sehe sogar ich. Was kostet? Also nah, also nah, also nah, also nah, also nah. Und da? Da! Genau. Nein! Hä? Hey, hey, das ist doch aufheben. Das, hä? Das steht doch. Rechts unter Projektion. Name aufheben. Das ist es doch hier. Ja, ja, jetzt bist du richtig. Ja, kommt ja hier ein bisschen verzögert an. Ah, jetzt kommt also verzögert an. Aber ich kann es trotzdem nicht aufheben. Geht trotzdem nicht. Ich brauche die Kristalle dafür. Oder? Ich wollte sagen, da musst du wahrscheinlich dann die Steine fehlen. Ja. Also würde ich jetzt mal vermuten. Deswegen kann ich das noch gar nicht machen. Okay. Und die finde ich dann einfach irgendwo irgendwie auf dem Markt. Ah, ja. Das kann dauern. Muss ich das dann für jedes Set, was ich hier habe, machen? Ja, oder? Ich meine, ich habe ja diese 7... Doch, 7 sind es mittlerweile. Bin da zu blöd für. Oh, wo muss ich aber erstmal hin? Ich will zumindest eine Quest fehlt ja noch. Achso, warte. Ah, ne, warte. Doch. Doch, da sind wir doch. Hm? Achso, ich muss erstmal hier raus, glaube ich. Ja. Ach, du Scheiße. Ha, du Scheiße. Oh, diese Wegrichtung. Und wehe, ich lande am Ende wieder in einer Inni. Diesen Wegrichtung. Was ist denn das aus Flut der Karibik? Ich weiß, aber... Ich find's herrlich. Also rein... Mir würde es reichen, wenn ich eine Palette da habe, die ich wieder in meinem Rüstung. Also, ne? Eigentlich will ich meine komplette Rüstung halt wieder sehen. Aber ich befürchte, dass ich dafür jede Palette dann verliere, oder? Ich weiß es doch nicht. Ich weiß, was die Rüstung von mir will. Verstehst du nicht? Ich bin doch neu. Hab das so noch nie gemacht. So neu bist du nur auch nicht. Ja, aber ich habe das noch nie gemacht. Ey, wenn die jetzt reden, ne? Nein, das tun sie nicht. Das. Gut, die letzte Quest endet in einer Inni. Geil! Oh, nein. Oh, doch! Gut. Vor dieser Inni werde ich auf jeden Fall pinkeln gehen. Dann ist die Inni auf jeden Fall das letzte, was ich heute mache. Dann haben wir ja was gemeinsam. Mhm. Aber ich gehe mal ganz kurz pinkeln.